Hallo und herzlich willkommen bei Ninjas on Tour. Ich bin der Lars von Let's Plays am Games.de und zeige euch heute ein bisschen Nexus. Nexus ist ein Skill-Shooter, ähnlich wie Unreal Tournament oder Quakes Re Arena. Und ich habe mich hier einfach mal in ein Bot-Match begeben und verhau den Bots mal richtig hier schön den Arsch. Da das Ganze hier ein Team-Deathmatch ist, habe ich noch ein paar Bots auf meiner Seite. Und ihr seht schon, es ist sehr schnell und sehr hübsch vor allen Dingen auch. Basiert ja immerhin auch auf der aktuellen CryEngine. Und es hat im Gegensatz zu Unreal Tournament und Quakes Re Arena einige Kleinigkeiten, die das Spiel besonders machen. Man sieht hier, es gibt wieder überall Waffen, die rumliegen, Rüstungsteile, aber es gibt auch Mutatoren und die kann man selber auslösen. Dadurch passieren dann die schrägsten Dinge. Und je nachdem, wie man seine Gegner tötet, gibt es dann auch richtig schön Punkte. Genau, hier wurde eben ein Mutator aktiviert für Increased Score. Das heißt so viel wie, wenn ich jetzt besonders tolle Sachen mache, dann gibt es besonders viel Punkte. Oder hier jetzt Leute explodieren. Ganz lustig. Und da liegt er im Dreck. So muss es sein. Bei diesem Spiel wird man auch besonders dafür belohnt, dass man besonders tolle Sachen macht. Zum Beispiel jetzt, wenn ich sage, ja, ich töte den einen jetzt im Nahkampf, den nächsten mit dem Scharfschützengewehr und möglichst nicht immer dieselbe Waffe verwendet. Dafür kriegt man besonders viele Punkte, die sich am Ende der Wertung besonders bemerkbar macht. Ja, und wieder ein Mutator aufgesammelt. Hier kann ich jetzt wieder aussuchen, was ich will. Und ich glaube, Geschwindigkeit ist hier das Sinnvollste. Wow. Und da haben wir schon den Killing Spree. Ja, ihr seht schon, es geht ziemlich heiß her in dem Spiel. Und man muss sich schon ein bisschen dran gewöhnen wieder. Aber wenn man drin ist, macht es richtig, richtig Laune. Im Gegensatz zu den anderen Shooter-Urgesteinen, wie eben jetzt Unreal Tournament oder Quakes Re Arena, ist aber hier die Memorization im Level nicht ganz so wichtig. Also man muss nicht unbedingt schauen, alle paar Sekunden spawnt an dieser Ecke Waffe XY, sondern es hängt wirklich sehr viel von den Mutatoren ab, weil die können das Spiel ganz schön durcheinander bringen. So kann man zum Beispiel auch die Gegner mit Mutatoren debuffen, dass sie zum Beispiel extrem schwer zielen können nur noch, oder dass sogar die Steuerung invertiert ist. Von daher ist es weniger Glück, sondern eher ein bisschen Taktik, je nachdem, was man eben für Mutator schnell einsetzen will. Welche Mutator man allerdings hat, ist wiederum reiner Zufall. Hier im Team Deathmatch sollte man aber trotzdem noch ein bisschen aufpassen, da Friendly Fire an ist und man so auch schnell meinen Kollegen über den Jordan schießen kann. Hier sieht man es schön, Low Gravity, ich kann ewig weit springen und so auch höher gelegene Positionen mit Leichtigkeit erreichen. Jede der Waffe hat mehrere Schussmodi und hier sieht man eben gerade, bei dieser hier, die hat so einen Spreadshot, mit der rechten Maustaste eher einen Energieblitz. Und da liegt auch der nächste Gegner im Dreck, sehr schön. Wenn man sich dann ein bisschen eingespielt hat, kann man die Bots auch deutlich höher stellen. Das ist jetzt hier, glaube ich, eine mittlere Einstellung, also die sind noch nicht ganz so schwer. Später haben wir dann wirklich auch eine tolle Offline-Herausforderung. Ansonsten macht es natürlich am meisten Spaß gegen echte Menschen. Und da kann ich euch jetzt schon sagen, es wird hart. Ich denke, da werden wir aber auch dann in Zukunft noch irgendwann mal ein Video nachreichen, wo wir das mit unseren Let's Plays und Games-Leuten im Multiplayer spielen werden. Weil wir haben da alle sehr, sehr viel Spaß an diesem Spiel. Na, steckt er sich?
Da ist er wieder. Run and Gun. Hat leider nicht so viel gebracht. Na, holen wir uns doch nochmal hier die Mutators. Na schon. Ja, Insta-Chip. Sehr schön. Und direkt noch einen Headshot verpasst. So muss es sein. Genau durch solche Mutatoren hat man eben dann auf einmal ganz anderes Spielgefühl. Es gibt zum Beispiel auch einen, da wechselt die Waffe alle paar Sekunden, ähnlich wie bei Gun Game. Oder jetzt hier eben Insta-Chip mit einer Waffe, mit einem Schuss einen Gegner erledigen. Ist relativ schwer, wenn die sich alle so schnell bewegen, aber dafür eben nur ein Treffer und der ist tot. Ja. Ja, Mutator ist abgelaufen, ich kann jetzt wieder Waffen wechseln. Diese Waffe ist halt besonders übel im Nahkampf, weil die ähnlich wie bei einer Schrotflinte eben sehr stark streut und dazu noch von Wänden abprallt. Oh, sehr schön. Super Raketen. Na, was nehmen wir denn? Oh. Da haben wir ihn auch erledigt. Der nächste. Naja. Munition ist immer gut. Und Rüstung auch. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus für das Team bisher. Wir liegen gut vorne. Aber wie gesagt, ist ja erstmal nur gegen Bots und auch nicht auf höchstem Schwierigkeitsgrad. Also wer sich da noch nicht ganz so sicher ist, kann da auch in einer tollen Umgebung üben und sich die Karten erstmal anschauen. Wow. Okay. Autsch. Muss hier natürlich gleich einen Bot ausprobieren hier. Genau. Hier sieht man eben schön, jetzt wechseln die Waffen wieder zufällig. Auch immer ganz witzig. Muss man immer aufpassen. Zum Beispiel jetzt hier ein Mörser. Ja, nicht so toll. Das war schlecht. Na, wo ist er? Weg. Ah, gefunden. Autsch. Das ging da hinten los. Na, eine Minute noch. Das müsste hinhauen. Ich spiele das Spiel hier übrigens nicht mal auf den höchsten Einstellungen. Das ist jetzt hier DirectX 9. Man kann es auch auf DirectX 11 spielen. Frisst dann aber deutlich mehr Performance und da ich leider keine so tolle Grafikkarte habe, hat sich es jetzt nicht gelohnt bei mir, aber wer einen starken Rechner daheim hat, sollte unbedingt das Spiel auf DirectX 11 spielen, weil dann sieht es noch viel, viel schöner aus, als jetzt hier eh schon ist und macht dann noch mehr Spaß. Ah. Abstauber. Also. Ja, die letzten Sekunden laufen. Ich denke, das wird ein klarer Punktsieg.
dann kann ich mich schon mal vor euch verabschieden und sag nur, bis zum nächsten Mal. Tschüss.